Das ist kein Instagram-Shooting, was ich mache, sondern ich mache Tourenberichte von meinen Touren und da kann ich nicht sagen zu meinem Tourenpartner, hey, warte da, das wird ein mega Foto und jetzt positioniere ich so und zeig das, das ist absoluter Bullshit. Was mir nämlich schon insgesamt zweimal passiert ist, ich habe zweimal eine GoPro verloren. Ganz lässig finde ich eben, wie gesagt, die Tatsache, dass ich die GoPro, wenn ich es jetzt auslasse, nicht einfach verlieren kann. Sondern die GoPro hängt dann einfach da und ja, ich habe sie halt nach wie vor. Willkommen zu dem Laber-Video. Ich habe mir jetzt ein kleiner was zum Trinken mitgenommen, damit ich nicht ganz der Durst das Laber-Video mache an einem der schönsten Orte direkt vor der Stadt Salzburg. Wo das genau ist, muss ich euch nicht erzählen. Die Einheimischen wissen es, wo es ist, aber auf jeden Fall ganz gut zum Erreichen da. Worum soll es in diesem Video gehen? Es geht um dieses kleine Teil, was es kann, weil im letzten Video bin ich danach gefragt worden, weiß irgendjemand, was das für eine GoPro-Befestigung ist, die Franz da auf seinem Rucksack hat. Blende euch ein und soweit ich weiß, gibt es noch keinen Erfahrungsbericht auf YouTube bzw. im Internet in Videoform dazu und darum mache ich das für euch. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Relock. Ich habe das von der Julia zugeschickt gekriegt vor, wow, ich weiß es gar nicht mehr genau, ist ein bisschen länger wie ein Monat her. Was kann das Ganze oder was ist Relock? Das ist ein Befestigungssystem, das es für die GoPro und fürs Handy gibt und das vermeiden sollte, dass man die GoPro oder das Handy verliert. Wie ist es dazu gekommen, dass ich das Teil benutze? Ursprünglich hat die Julia von Relock mit mir bereits im April, glaube ich, Kontakt aufgenommen und gefragt, ob ich das einmal testen will. Und ich habe mich dann einmal ein ganzes Monat lang nicht gerührt, weil ich skitourenmäßig damals noch unterwegs gewesen bin und meine GoPro immer eben eingeschoben gehabt habe und beim Skitourengehen habe ich noch kein einziges Mal eine GoPro verloren. Und dann ist allerdings der Mai gekommen und im Mai bin ich gleich einmal ganz am Anfang der Saison Klettersteige gegangen mit meiner Schwester. Was mir dabei aufgefallen ist von Anfang an, ich habe die GoPro irgendwie nicht einfach nur einschirmen können und dann schnell filmen, sondern ich habe eigentlich nur die einzige Möglichkeit gehabt, die GoPro auf dem Helm zu fixieren, damit ich halt immer wieder einmal relativ schnell Aufnahmen machen kann. Genau da bin ich dann auf die E-Mail von der Julia zurückgekommen und habe mir gedacht, das war eigentlich eine interessante Geschichte, dieses Relock zu testen bei Klettersteigen, weil das Teil dann eben am Rucksack oder sonst irgendwo am Körper befestigt sein kann und man eben schnell die GoPro zur Hand hat. Habe ich dann eben zurückgeschrieben und sie hat mir das daraufhin zugeschickt. Boah, das ist das Wichtige, habe ich dann brutalen Durst gehört. Das ist übrigens keine Werbung, weil Gösser, habe ich zweimal angeschrieben, ob sie mir mal was zuschicken wollen, aber die unterstützen keine Extremsportler, also so unterschiedlich sind auch die Auffassungen. Gösser sieht das als Extremsport, was ich mache. Andere wiederum, vor allem aus der Bergführer-Community, bezeichnen mich zu Recht als unterdurchschnittlichen Bergsteiger. Aber egal, anderes Thema. Ja, ich habe daraufhin Relock seit Mitte Mai eingesetzt. Und wie es mir dabei gegangen ist, was die Vorteile und die Nachteile der Benutzung sind, das erzähle ich euch jetzt an. Die GoPro ist da jetzt gerade auf meinem Auto drauf. Ich will euch nämlich zeigen, wie einfach dass das Ganze am Rucksack zum Befestigen ist. Ich glaube, das darf jetzt so irgendwie drauf sein, falls es mein Kopf nicht sieht, egal, weil es geht im Endeffekt eh nur um das Teil. Also mitgeliefert kriegst du im Endeffekt das Relock und dann eben zwei so Klebestreifen,
Wir kehren da einfach auf der Seite einmal durchgesteckt. Und zusammenklebt, und du kannst dann eben das Relock eben so positionieren, wie du das brauchst. Ist dann eben eine Sache auf ein paar Minuten, und das hält wirklich richtig gut, das kann nicht aufgehen. Du willst dann eben die GoPro befestigen, dann machst du einfach da auf. Und klappst die GoPro auseinander, also in meinem Fall die 9er halt, und steckst es drauf. Also stinknormale Befestigung von einer GoPro. So. Dann ist die GoPro fixiert. Ja, und schon kann man sie im Grunde auf den Weg machen. Und das Coole ist halt wirklich, die GoPro hängt jetzt an einer Schnur, die seht ihr da eh. Die ist da fixiert, und wenn meine GoPro mir runterfällt, dann kann ich es halt im Endeffekt nicht verlieren. Also so einfach ist im Grunde das System. Und ja, beim Skitouren gehen war es mir halt, wie gesagt, einfach ein bisschen zu kompliziert. Aber da ist es jetzt wirklich eben ganz ein lässiges Tool. Ich will jetzt einfach einmal ein paar Sachen sagen, die mir aufgefallen sind. Das ist jetzt die maximale Länge, wie das Schnürl lang ist. Das sind aktuell 62 cm, soweit ich weiß, waren es ursprünglich 58 cm. Für kleinere Leute, falls das Handy oder die GoPro eben runtergefallen ist, damit das nicht irgendwo auf dem Boden runterklatscht. Aber in der Zwischenzeit gibt es Gott sei Dank in 62 cm auch. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt einen Film mit der GoPro, dann will ich eigentlich die Hand ganz ausstrecken. Und je nachdem, was für Position das ich jetzt habe, jetzt in dem Fall von der Seite, sind die 62 cm das Maximum. Ich zeige euch das jetzt an. Also da passt das jetzt eh gut. Mit der linken Hand weg geht das ganz weit weg, aber das ist eigentlich so meine klassische Einstellung, weil ich halt Rechtshänder bin und ich habe es einfach auf der linken Seite befestigt. Da sind die 62 cm einfach relativ nahe. Also da würde ich mir wünschen, dass das nur ein bisschen weiter weg wäre, weil also gerade nach oben oder so, da bist du dann doch ein bisschen eingeschränkt. So eine kleine Geschichte, die mir im Endeffekt aufgefallen ist. Aber ganz lässig finde ich eben, wie gesagt, die Tatsache, dass ich die GoPro, wenn ich es jetzt auslasse, nicht einfach verlieren kann, sondern die GoPro hängt dann einfach da, und ja, ich habe sie halt nach wie vor. Was mir nämlich schon insgesamt zweimal passiert ist, ich habe zweimal eine GoPro verloren. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Nein, waren es zweimal oder einmal? Einmal kann ich mich erinnern. Es war die GoPro 7 Black. War ich mit meiner Schwester unterwegs, und ich habe die GoPro halt immer eingeschoben, und dann eben einmal beim Ausnehmen aus dem Hosensack, das war beim Abstieg von der Drachenwand, ja, ist mir halt dann die GoPro aus der Hand geflogen, und in Absturzgelände ist die nachher gelandet, und da habe ich dann nicht mehr absteigen können, und die GoPro war dann im Endeffekt einfach verloren. Also von daher ist das wirklich ein cooles Tool, du kannst die GoPro einfach nicht verlieren, wenn sie da dran hängt. So, und jetzt ist aber noch eine Sache, wie kann ich das Teil einsetzen beim Klettern? Und da habe ich in der Zwischenzeit einige Erfahrungswerte gesammelt, und das Resümee ist für mich ein einfaches. Gut, ich muss jetzt dazu sagen, von der Werbung her bin ich drauf gekommen, dass Relock eben das so darstellt,
dass die GoPro praktisch nach unten zeigt. Das heißt, das Bild würde so verkehrt aufgenommen werden. So schaut es wieder normal aus bei der Aufnahme, aber ich zeige es euch dann im Video. Also das ist jetzt die Normalaufnahme und so würde es normalerweise dann dargestellt werden. Ist im Endeffekt ganz einfach. Jeder, der sich mit dem Schnitt auskennt, braucht dann nur die Datei umdrehen und es sind einfach 180 Grad. Dann funktioniert das Ganze eben auch wieder. Bei mir ist es so, ich habe es halt gewohnheitsmäßig, habe ich die GoPro so oben fixiert gehabt und dann ist das Ganze einfach mitgelaufen. Ich habe es jetzt gerade beim Einrichten nicht ganz hart fixiert, das heißt, es wackelt ein bisschen. Tatsächlich, wenn du das gescheit fixierst, müsste das besser gehen und wie man sich das vorstellen kann, in einem normalen Gelände sind dann die Aufnahmen wirklich einigermaßen brauchbar, wenn man die GoPro einfach so mitlaufen lässt. Also mit einfachem Gelände meine ich, hört es dann so Wanderungen bis maximal Watzmann-Überschreitung, wo du noch nicht viel klettern musst. Ich habe das Ganze auch beim Grünsteinklettersteig versucht. Das ist ein Klettersteig der Schwierigkeit E, Räuberleiter und Gipfelwand. Und da bin ich schon drauf gekommen, dass das ein bisschen herumklankert. Also ab schwierigeren Sachen und auch vor allem bei Klettereien, wo es schwieriger und anspruchsvoller wird, also 5er Kletterei und mehr, ist die Befestigung da oben, glaube ich, nicht 100% geeignet. Aber das ist jetzt eh nicht das, was die meisten machen werden, dass sie das jetzt irgendwie da oben befestigen und nachher einfach mitlaufen lassen. Die meisten werden sie eben einfach irgendwo am Körper positionieren und nachher eben die Aufnahmen aus der Hand machen. Und genau für sowas ist das wirklich ein cooles Tool, wenn du irgendwo ausgesetzt und mal dumm hängst und dann eben die mit einer Selbstsicherungsschlinge irgendwo sicherst, dann hast du die GoPro eben da griffbereit. Kannst sie eben ganz einfach wegnehmen und dann eben die Aufnahme machen, die du brauchst. Also für das ist das wirklich tiptop 1A geeignet. Ja, Sache, die mir eben auch noch aufgefallen ist, bei der Watzmann-Überschreitung habe ich während der ganzen Überschreitung die GoPro direkt da oben fixiert gehabt und wir haben ein paar Mal eine Pause gemacht und bei der Pause, wenn ich mich niedersetze, dann tue ich immer den Rucksack runter und da habe ich eben nicht mitbedacht, dass die GoPro 9 Black eben oben gewesen ist und die GoPro hat dann einfach ein paar Abschürfungen gekriegt, weil ich den Rucksack halt einfach auf den Fels gelegt habe und ja, das ist dann einfach so. Glücklicherweise sind die Abschürfungen nicht auf der Linse drauf, sondern eben daneben im Fenster, wo ich mich jetzt sehe, wie ich zu euch spreche. Aber das ist jetzt dann halt so ein Kleinigkeitsfehler und das ist halt überall so. Wenn du irgendwas ungeschützt irgendwie dabei mit hast, da kann jetzt ein Relog im Endeffekt nichts dafür, weil da müsste man halt einfach dann irgendwie eine GoPro-Schutzhülle irgendwie drüber tun. Aber das ist was mir halt aufgefallen ist und jeder, der halt sowas irgendwie benutzen will, sollte es dann eben mitbehirnen, dass es ihm nicht so geht wie mir, wenn du das da eben fixiert hast, nachher ja, pass halt einfach auf, was du mit deinem Rucksack tust, wenn du den ablegst, weil gegebenenfalls könnte es da eben deine Kamera halt irgendwie beschädigen. Ja, und eine zweite Geschichte, wo Relog einen Teil dazu beitragen hat, war folgendes. Ich kriege seit Jahren, und diese Aussagen nerven mich wirklich, immer wieder Kommentare, nervt dich das Klankerlwerk von deiner Kamera nicht? Kauft er das Befestigungssystem und fixiert ein Sony Alpha irgendwo da. Mich würde das stören, wenn diese Kamera dauernd klankeln würde. Und ich sage euch jetzt mal, wenn es mich stören würde, dann würde ich die Kamera nicht einfach drüber hängen lassen. Warum lasse ich mir die Kamera drüber hängen? Aus dem einfachen Grund, weil ich Fotos mache, dann, wenn ich die Fotos brauche. Das heißt, die Kamera muss einfach dann zur Hand sein, wenn ich dieses Bild brauche. Und die Bilder von mir, die ich mache, zeigen Sportler in Bewegung. Das ist kein Instagram-Shooting, was ich mache, sondern ich mache Tourenberichte
von meinen Touren und da kann ich nicht sagen zu meinem Tourenpartner, hey, warte da, das wird ein mega Foto und jetzt dann positioniere ich so und zeige das und zeige das. Das ist absoluter Bullshit. Bei uns ist einfach alles 1:1 und da muss ich den Shot dann machen, wenn ich ihn brauche. Und was ich gemacht habe, während ich eben das Relock benutzt habe, war, dass ich mein Handy, mein Samsung A71, während die Touren halt immer da drinnen gehabt habe. Ich habe es jetzt in dem Auto drinnen. Ah, ich hole es gleich. Jetzt zeige es euch. Also, ich habe da mein Samsung auf Tour immer dabei und ich benutze es nicht so, wie es jetzt gedacht ist ursprünglich. Da gibt es auch noch ein Befestigungssystem, aber das habe ich jetzt dann eben noch nie probiert mit dem Handy, weil das für mich jetzt dann schon voll der Fortschritt ist. Im Normalfall habe ich mein Handy auch eben immer irgendwo eingeschoben, aber so habe ich es halt auch immer griffbereit und das ist halt schon ziemlich cool. Ich habe da eben die GoPro und da habe ich eben das Samsung zur Hand. Ihr seht es beim Video von der großen Zinne, wo ich eben filme, zwar mit dem Helm, aber wo ich dann einfach einmal schnell gleich das Handy zucke und dann einfach den Fotografiermodus starte und dann eben mein Foto mache. Klack, super. Und schon ist es wieder drinnen, das Gespür ist da verschwunden zu. Handy safe und sicher, also das geht echt schnell, unkompliziert und ist echt richtig brauchbar für mich als Bergsportler. Ja, und das führt natürlich dann auch dazu, wenn ich ein gutes Handy habe, das coole Fotos machen kann, dass ich jetzt an die Sony Alpha 6000 bei einigen Touren gar nicht mehr mitgenommen habe. Für was habe ich unter anderem die Sony überhaupt mitgenommen? Ihr klickt ja auf die fucking Videos nur drauf, wenn ihr ein gescheites Voransichtsbügel kriegt und da brauche ich halt eine gute Kamera. Aber eben die Samsung macht echt auch ganz brauchbare Fotos, von daher ist das eine gute Alternative und dadurch ich da jetzt dann eben wirklich die Möglichkeit habe, schnell ein Handyfoto, ein gutes Handyfoto zu machen, ist das echt eine coole Geschichte. Ja, ein weiterer Vorteil, den eben Relock bietet, ist folgender. Man sieht es auf dem Video zur großen Zinne, wo ich um den bösen Block herumkraxel, die blende das eben auch ein, dann seht ihr es, da ist das Bild ein bisschen verschwommen. Warum ist das Bild verschwommen? Weil der Markus die GoPro die ganze Zeit eben im Hosensack eingeschoben gehabt hat. Und das ist mir auch schon oft passiert. Wenn ich die GoPro in der Hose eingeschoben habe, dann wird das Bild halt einfach ein bisschen verschwommen, weil die Linsen läuft an oder wird dreckig und das ist einfach ganz normal. Und wenn du aber jetzt die GoPro da eben fixiert hast, dann ist schon im Grunde gewährleistet, wenn es jetzt nicht irgendwie regnet oder voll daher staubt, dass du immer eine saubere Linsen hast. Also da hast du definitiv dann einen Qualitätsvorteil bei deinen Aufnahmen und musst gegebenenfalls nicht ganz so viele Aufnahmen wegschmeißen. Also ich habe jetzt das Relock meiner Schwester ein paar Mal gegeben, ich habe das dem Markus einmal gegeben. Also die haben uns auch ein bisschen benutzt. Was kann ich da dazu sagen? Für meine Schwester und für den Markus war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die sind das gewohnt gewesen aus der Vergangenheit. Ich habe ihnen die GoPro einfach gegeben, sie haben uns eingeschoben und haben uns gleich benutzt wie ich. Und das ist schon ein bisschen eine Umstellung, dass da die GoPro drauf fixiert ist und dass du da mit einer leichten Drehbewegung die GoPro eben außer tun und rauskriegen musst. Aber ich zeige euch jetzt, wie schnell dass das geht. So, GoPro ist fixiert und kann einmal runterfliegen. Ich stress ein bisschen und schon ist sie wieder heraus. Also das geht ganz schnell, aber man muss sich einfach auf das einlassen, man muss es mal probieren und dann ist es wirklich ganz ein lässiges Tool für diejenigen, die es eben anders gewohnt sind. Ja, für die ist es dann vielleicht eine zu große Umstellung, aber wenn man sich einmal drauf einlässt, dann ist es echt eine lässige Geschichte. Zusammengefasst, Benutzung ist sehr einfach im einfachen Klettergelände bis maximal Watzmann-Überschreitung oder irgendwas klettern im zweiten, dritten Schwierigkeitsgrad. Echt ganz lässig zum Einsetzen. Du hast die GoPro im schwierigen Klettersteig eben jederzeit zur Hand, wenn du jetzt dann keine Helmaufnahmen machen willst und vor allem der große Vorteil, du kannst es einfach nicht verlieren. Wird das Ganze jetzt den Outdoor-Markt für GoPros bei Bergsportler revolutionieren? Keine Ahnung, das entscheidet ihr. Ich habe euch unten
einen Affiliate-Link eingefügt, der zu Relog führt. Schaut euch das auf jeden Fall mal an, ist eine coole Geschichte, weil junges Startup und es kaufen scheinbar immer mehr Leute. Also bis jetzt sind nur positive Erfahrungsberichte. Wenn ihr eben auch Angst um eure GoPro habt, wenn ihr die GoPro-Aufnahme nicht verschmutzt haben wollt, weil ihr die GoPro eben sonst immer eingeschoben habt, dann schaut euch das an. Ist ziemlich erschwinglich und wie gesagt, für mich ein großer Vorteil. Ich habe jetzt das Handy auch immer griffbereit. Ich hoffe, das kurze Review hat euch gefallen, hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ihr wisst jetzt, an was für ein Befestigungssystem, das ich da benutze, wann ich es benutze. Wenn es euch geholfen hat, Daumen nach oben da lassen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch vor allem teilt euch eine Erfahrungen in den Kommentaren unten mit, sodass die anderen Leute eben sich auch eine Meinung bilden können. Ja, und wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, vor allem aus dem Berg wieder, dann Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. In dem Sinn, der Franke sagt Ade, bleib schön. Und ich sag, bergheil, bleibt's geil, bis zum nächsten Mal. Ciao, für dich.